Und herzlich willkommen zu einem Mittwochsvideo. Heute klinge ich immer noch so wie letzte Woche. Ein bisschen besser schon. Aber ja, es ist immer noch irgendwie mega angeschwollen in der Nase drin. Und mein Papa behauptet, meine Nase wäre breiter geworden. Tja, ich kann es jetzt nicht beweisen, ich kann es aber auch nicht widerlegen. Des Weiteren habe ich heute mit diesem T-Shirt zu kämpfen, das immer wegflutscht. Und habe Hasen um mich. Ja. So süß ist, dass er jeden ablenken würde. Jeden. Wirklich jeden. Ja. Gut. Gestern hatte ich einen Hasen süß-sauer. Da war er süß, aber auch sauer auf mich. Als kleine Zwischenwarnung. Dadurch, dass die Nase so dicht ist, muss ich gelegentlich Atempausen machen. Weil ich sonst hier jämmerlich ersticke, mitten im Gang. Und da wäre meine Mutti nicht so happy bei. Ja, ich habe heute ein Thema in meinem imaginären Themenrucksack mitgebracht. Ihr wisst schon, den ich einmal die Woche raushole und euch irgendwas rausgebe. So wie wenn man Käse einpackt. Ich mag Käse. Ich esse noch ein Stück Käse. Andererseits, wenn ich ihn pur esse, dann wird es richtig fies. Dann kann ich heute Nacht nicht mit Mutti kuscheln, weil, wenn ich dann mit Mutti kuscheln möchte, dann kommt so eine Käseschlacht. Ich habe mich voll verlaufen gerade. Tut mir leid. Das ist der Sauerstoffmangel. Ja, es soll um Folgendes heute gehen. Wow, jetzt habe ich schon fast, glaube ich, 3 Minuten dran gelabert und bin auch nicht dazu gekommen. Vor kurzem war es so, dass ich meine Mutter darum gebeten habe, mit mir zusammen das neue Waffeleisen, das ich mit dem Geburtstagsgutschein vom Mediamarkt, um das auch noch kurz abzudaten, gekauft habe, mit mir die ersten Waffeln damit zu backen. Und dann habe ich einen Teig gemacht, habe alles vorbereitet und war auch supi. Entschuldigt, meine Darth Vader-Moment. Und dann war es so, dass ich, als es dann um die nächsten Waffeln ging, also die ersten habe ich mir von Mama helfen lassen und bei den nächsten, die habe ich dann selbst rausgebacken. Ne? Und danach habe ich was sehr Wichtiges für mich gemerkt. Dass wir einen echt dreckigen Gang haben, weil der Haas immer irgendwas findet zum Knabbern. Und das ist echt nicht schön. Oh, damit schlägt er mich nachher wieder ab. Naja, auf jeden Fall war es so, dass ich gestern dann drüber. Was gestern? Ach, auf jeden Fall, da haben sie das dann gemacht. Also die Waffeln dann rausgebacken haben, ist mir was sehr Wichtiges. Entschuldigt mich, Sekunde. Okay, entschuldigt. Mein Hase hat mir den Po gekniffen. Wirklich unmöglich, sowas. Ja, gut. Ja, dann wieder zurückzukommen auf das Thema. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir die Waffeln rausgebacken haben, obwohl ich eigentlich gebacken habe und gemacht habe, aber Mama eigentlich nur da war. Und dann habe ich zu meiner Mutter am Ende vom Backen gesagt, es war schön, dass wir das zusammen gemacht haben. Und meine Mutter hat mir so gesagt, sie hätte doch gar nicht so viel gemacht. Und dann habe ich gesagt, im Grunde war es aber das Schöne für mich. Nicht, dass sie nicht viel gemacht hat, sondern dass sie da war. Und da ist mir was sehr Wichtiges aufgefallen. Und darum das heutige Video als Leittipp für Leute, die mit dem Asperger vielleicht zusammenleben, der etwas veranlagt ist wie ich. Oft ist es so, dass es nicht hilft, wenn man mir die Arbeit abnimmt, komplett. Aber es hilft mir sehr, wenn man mir also wenn man da ist, wenn ich es nicht alleine kann. Also solche Sachen wie zum Beispiel, dass ich Kisten tragen während dem Sommer oder Einkäufe tragen, ist was, was ich gerade nicht so gut kann. Weil ich einfach so gut wie gar keine Energie habe. Und jetzt, wo ich gerade die Nase zu habe, kann ich nicht mal eine Sonnenbrille tragen. Und jetzt ist gerade wirklich so, dass ich teilweise komplett, wenn ich draußen war für eine halbe Stunde, das ist schon reichend, ich dann mindestens 10 Stunden gefühlt schlafen muss. Oh, meine Nase ist so dicht. Entschuldigt. Das ist echt schwierig, ja. Ja, gestern, also nur mal ganz kurz als Anmerkung, was auch gestern zum Beispiel war es so eine Situation,
wo ich selbst nicht wusste, wie ich es machen soll, weil meine Nase ist immer noch dicht und wir haben diesen Mund- und Heilbalsam für die Nase, gegen den ich anscheinend allergisch bin, weil jetzt die Nase noch mehr zu ist. Sollte ich ein Antihistamin vielleicht nehmen? Antihistamine sind abschwellend. Ja, aber ich habe ja das Gefühl, dass sich die Nase zugeht, seitdem ich dieses Zeug noch mehr, dass die noch mehr zugeht. Okay, entschuldigt. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich nicht wusste, also dass ich das Gefühl hatte, dass wenn ich mir jetzt diese Mund- und Heilsalbencreme in die Nase auftrage, dass ich eher die Nase. Entschuldigt. Ich habe so ein. Mein Ohr ist zu gerade und ich kann nicht auf die Nase drücken und runter pusten, weil da eh keine Luft durchgeht. Das ist gerade richtig unpraktisch. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe: Mama, könntest du mir den Nasenbalsam, den ich mir vorher noch nie probiert hatte, was ich, wenn ich im Nachhinein denke, gestern war es ein bisschen besser als jetzt, auftragen. Und meine Mutter hat mir dann geholfen. Und das fand ich super. Aber zum Beispiel also manchmal bin ich auch froh, wenn ich ihr dann wieder helfen kann, im Sinne von, dass wenn ich einfach nur eine Creme ihr bringe. Oder ja, manchmal, wenn ich halt gerade mir die Creme auf meinen blauen Fleck, der übrigens auch immer noch da ist. Also ich habe gerade nicht die super Heilfähigkeiten. Ja, dass ich ihr dann auch die Creme noch gebe, falls sie irgendwelche blauen Flecken hat. Und für mich ist es was Gutes zu wissen, dass ich jemanden habe, der mir im Notfall, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder wenn ich nicht weiter kann oder wenn ich eben einfach zu erschöpft bin, um weiterzumachen, es übernimmt. Und das kann manchmal schon sehr viel, ja, zusätzliche Energie geben, einfach zu wissen, dass man nicht da schon alleine dasteht, wenn man mitten im Weg dann einfach nicht mehr die Energie hat, um weiterzumachen. Und es passiert eben, dass man manchmal so Momente hat, wo man nicht mehr kann. Also ich zum Beispiel also bin gerade unglaublich müde, erschöpft und groggy von der Sonne und allem und überhaupt. Und da ist es für mich einfach gut zu wissen, dass ich ja mehr oder weniger eine Stütze habe, die mir hilfreich zur Seite steht. Etwas, was mir nicht hilft, ist gerade, wenn man mir noch Zusatzarbeit macht oder zusätzliche Dinge auflastet. Und ich das Gefühl habe, ja, ich müsste Umwege gehen, die ich sonst nicht gehen hätte müssen. Und ja, das ist für mich gerade etwas, was für mich sehr schwierig ist, was mir auch sehr schwer fällt. Und wo ich dann auch manchmal so denke, Und ich habe gerade oft Tage, wo ich einfach zu meiner Mutter auch einfach sage, du Mama, im Moment ist es bei mir so, dass ich sehr viel Nudeln mit Käse und Ketchup esse. Und dann kann es einfach mal so sein, dass ich zu meiner Mutter sage, du Mama, ich habe keinen Mozzarella mehr da, kannst du mir Mozzarella mitbringen oder bringen? Oder irgendwie solche Sätze, weil ich gerade einfach selbst auch für mich merke, dass ich an die Grenze komme und dass ich jetzt gerade mehr Hilfe brauche. Und für mich ist es sehr wichtig zu wissen, dass jemand da ist, der mir hilft. Aber es ist auch für mich ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt, dass ich diese Hilfe überhaupt annehmen kann. Also ich kenne teilweise Geschichten aus Bekanntschaftskreisen, da sind Leute, die brechen sich das Bein und lieber laufen sie 10 Mal hin und her mit dem Zucker, als dass sie einmal nur fragen würden, könntest du mir vielleicht helfen und den Zucker von dort und dort bringen. Und ja, ich habe recht früh gelernt von meiner Mutter, das hat sie mir beigebracht. Und das ist auch so ein Tipp, den ich an jeden habe, der jemanden hat, der ein Asperger im Umfeld ist oder irgendwie sowas. Das Erste, wenn sie zu alt sind, also in meinem Alter jetzt, würde sie es nicht mehr lernen. Sorry, das ist einfach, da ist das schon ein bisschen zu spät. Aber wenn ihr von Anfang an dem Asperger beibringt, er kann um Hilfe bitten, dann lernt er das mit der Zeit und lernt und lernt. Und dann ist auch die Hemmschwelle zu bitten um Hilfe und Unterstützung etwas geringer, als wenn man von Anfang an immer darauf getrimmt wird, du solltest das alles alleine schaffen können. Du solltest immer selbstständiger werden. Und Selbstständigkeit heißt, dass du das und das immer alleine schaffen musst. Weil klar, es wird der Moment kommen, wo man alleine wohnt und wo man die Sachen dann wirklich alleine hinkriegen
können sollte, zum großen Teil. Aber ich möchte auch an dem Punkt sagen, solange in eurem Nest sind, kann es nicht schaden, einfach jemanden beizubringen, auch um Hilfe bitten zu können. Weil es klingt jetzt brutal, aber wenn jemand bei euch es nicht schafft, um Hilfe zu bitten, dann wie soll das dann bei jemand anders schaffen? Und wenn ihr dann ist die Konsequenz jetzt als Beispiel, ich hätte Hunger. Und ich könnte mir gerade nichts zum Essen machen, weil ich einfach zu erschöpft bin. Und Sekunde. Ich merke gerade, dass ich reden kann ohne Punkt und Komma. Und ja, und dann hat er Hunger und er kann sich nicht selber zum Kochen. Und dann muss er einfach den Nachbarn oder eine Bekannte oder irgendwie jemanden, der gerade zu Besuch ist, bitten, könntest du mir vielleicht eine Portion Nudeln abkochen oder irgend sowas. Und wenn er das schon nicht schafft, bei euch zu fragen, also bei denen, die ihm nahe stehen oder die ihm wichtig, denen er wichtig ist, so, muss man so, dann wie soll er es dann schaffen bei jemandem, der nicht dieses enge vertraut hat oder die gewohnte Umgebung ist. Und deswegen bin ich jemand, der froh ist, dass meine Mutter mir von klein auf beigebracht hat, dass um Hilfe bitten oder auch wenn man das nicht kann, zu sagen, könntest du das für mich machen, keine Schande ist. Es ist bei Gott keine Schande, auch mal etwas nicht zu können oder auch etwas, was? Ich glaube, ich habe gerade meine eigene Stimme im Ohr gehört von verstopften Nase her. Wow. Das ist echt ein Tiefpunkt. Ja. Oder eben auch mal einfach zu sagen, geh doch zu dem und dem Nachbarn, weil die, bei denen weiß ich, dass die dir sicher helfen, wenn du. Es kann auch einfach mal helfen, es kann auch sehr hilfreich sein, und das ist was ich zum Beispiel sehr weiß, einen sicheren Ort außerhalb vom Zuhause zu haben. Also wenn man in der Stadt wohnt, einfach einen Laden zu haben, wo das Kind sich oder der Erwachsene sich dann immer noch so wohl fühlt und sicher, dass er, wenn er dort reingeht, dass er sich automatisch etwas beruhigt. Weil mein Erfahrungsschatz ist, wenn ich zu aufgeregt werde in der Stadt und viel zu nervös, dann habe ich am Tag, die nächsten Tage mehr drunter zu leiden oder bin erschöpfter danach, als wenn ich einfach etwas entspannter an die Sachen rangehen kann. Und dazu hilft es bei mir. Ich habe noch den Spieleladen, in dem war ich, als ich ein Kind war, immer so gerne. Kleine Anmerkung, das eins von meinen Adventsspezials, ich weiß jetzt nicht mehr, welches das war, aber eins davon, auf jeden Fall, da habe ich den Laden euch mal gezeigt. Und immer wenn ich in den reingehe, fühle ich mich automatisch viel wohler, viel ruhiger und viel sicherer. Und ich habe mir angewöhnt, immer wenn ich irgendwie unruhig bin, einfach dorthin zu gehen. Und ja, das funktioniert doch heute. Und da weiß ich einfach, dass ich sicher bin, dass ich dort einfach auch sein kann, ohne dass ich was einkaufen muss. Und solche Orte für jemanden zu schaffen, ist etwas sehr, sehr Gutes und sehr Wertvolles. Also versucht sowas auch zu machen. Zum Beispiel, also, ihr geht gerne in einen Einkaufsladen, dann geht da regelmäßig ruhig hin und wechselt nicht immer die Läden, sondern geht dorthin, wo jemand weiß, dass der zu euch gehört. Weil im Notfall kann es dann sein, dass wenn dann irgendwas ist, dass man dann schneller das Vertrauen hat zu sagen, gut, ich weiß jetzt gerade nicht, wer das ist, weil ich keine Gesichter erkenne, aber ich weiß, dass ich in dem Laden bei den Mitarbeitern bekannt bin und die kennen auch meine Mutter. Und da kann ich halt schneller mal sagen, können Sie mir vielleicht helfen? Ja, und das, oder mein Vater, wir wollen ja mal nicht so sein. Es gibt ja auch Väter, die mit Kindern einkaufen gehen, habe ich schon gehört. Zum Beispiel also meiner. Ja, und das ist einfach so ein Tipp für mich. Schafft ruhige Plätze für jemanden. Und der andere Tipp, helft ihm im Sinne von, dass ihr einfach nur mal anwesend seid, dass er weiß, dass wenn er Hilfe braucht, dass er welche hat. Und mein letzter Tipp nochmal zusammengefasst ist, bringt den Leuten früh bei, um Hilfe zu bitten, weil wenn man es zu spät lernt, dann kann man es gar nicht mehr. Und wenn man dann zum Beispiel schon 50, 60 ist, dann ist es komplett ums Eck und dann will man immer noch alles machen, weil man sich das sein Lebtag so gemacht hat. Und dann ist es für einen unglaublich schwer, es nochmal anders zu machen.
Und dann kämpft man mehr oder weniger mehr als nur einen Kampf. Man kämpft nicht nur mit sich selbst und seinen Problematiken, sondern man kämpft dann auch noch mehr oder weniger gegen die Leute an, die einem helfen wollen. Und das ist dann einfach nur Unsinn. Und das bringt auch nichts. Und das macht euch auch nicht das Leben leichter. Ja, gut, das war jetzt alles, was ich euch für heute erzählen will. Jetzt ziehen wir noch ganz kurz das Ding, das Schlussding durch und dann gehe ich irgendwie, dann setze ich mich eine Runde hechelnd in die Ecke. Also, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht oder ob ihr da Erfahrungen habt oder ob ihr Tipps für Leute habt, die mein Video auch sehen, die zum Beispiel erzählt eure Erfahrungen, damit einfach jeder was lernt und wir können alle nur voneinander lernen. Könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich gehe jetzt hechelnd in die Ecke. Ich muss übrigens heute noch ein zweites Video vorproduzieren, weil ich die Woche viele Termine habe. Aber da kommen wir mal nachher dazu. Also bis denn. Ciao!